Hallo zusammen, wir sind bereit für ein neues Battle. Guten Morgen, Eddie. Guten Morgen, Daniel. In der letzten Serie hast du mir fast 500 Punkte abgenommen. Durchaus zu Recht. Da können wir gleich nochmal reinschauen. Ich war mit meiner Performance nicht ganz zufrieden. Vorher aber nochmal der Hinweis: In der Beschreibung findet ihr auch den Zwischenstand. Und da hast du inzwischen die Führung übernommen. Knapp, aber 155 Punkte plus. Also, jetzt muss ich das erstmal wieder aufholen. Jawohl. Wir schauen hier mal in die letzte Serie. Da war ja ein bisschen mehr Action drin. Und es ging los hier im achten Spiel. Da hast du also mit Pik 7 und 8 bei einem 18er Gebot natürlich legendär schlecht erstmal gefunden und hast dich dann, ja, Notnull würde man sagen, ne? Ja, Not 0, genau. Bereits war eigentlich ein Kreuz, aber da sieht man, dass diese sechs Trumpfansätze mit viel Ass, ja, ohne Verstärkung im Skat auch nicht wirklich was sind. So. So, den 0 hätten wir jetzt schlagen können, entweder wenn Kreuz zu dritt steht. Das war nicht der Fall, aber es stellte sich natürlich raus, nach meiner blanken Kreuzeröffnung, dass ich mit ein paar Abwürfen, einmal in Kreuz und dann über Pik, hinten vier Karos letztlich loswerden konnte, beziehungsweise den letzten Karo auf den Karo Buben. Und jetzt stand ich hier und habe mir plötzlich angefangen, Gedanken zu machen. Was ist, wenn der Eddie, der vorher noch angesagt hat, wie hast du die Chance eingeschätzt? Irgendwas über 70%, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber so 78 habe ich mal grob geschätzt. Ja. Ja, und das, ich fand die 78 alleine so eine präzise Schätzung ist ja auch gut. Ich habe sie dir ja irgendwie nicht abgekauft und plötzlich habe ich irgendwie weiße Mäuse gesehen und habe gedacht, der Eddie nimmt mich auf den Arm. Er hat das vielleicht ein bisschen hoch angesetzt und hat jetzt doch Herz im Blatt. Das wäre ja quasi deine Wette darauf, dass du auf Karo erwischt werden kannst und dass ich da dann nicht drauf komme und es auf Karo versuche. Ja, bin ich im Nachhinein nicht so ganz happy mit der Entscheidung. Ich habe es dann tatsächlich hier auf Herz versucht. Denn selbst wenn du eine 60% oder 65% vielleicht oder 70% Chance hast mit 8 und 9, dann musst du sie ja eigentlich in der Hand behalten, ne? Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht ansatzweise darüber nachgedacht habe, dass dich diese Aussage so verwirren kann, weil ja, also ich hätte wahrscheinlich an deiner Stelle jetzt auch logischer gedacht, aber ich habe ja auch mal logisch gedacht und das war auch nicht richtig. Also von daher, ja, war das einer der wie viel Prozent auch immer Fälle, wo der Null trotz ziemlich vielen Abwürfen noch gewonnen wurde. Gut, dann schauen wir uns mal Spiel 9 an. Da ging es ja gleich weiter. Da habe ich jetzt in Hinterhand 18 gepiepst. Auch natürlich mit einem schönen Ansatz, könnte man sagen. Ne? Am verdeckten Tisch würdest du dir keine Gedanken machen. Da wäre es allerdings dann auch schon so gewesen, dass die Oma in Mittelhand sich ja erstmal losgereizt hätte und dann hättest du schon eine ganz andere Informationsbasis gehabt und dir das überlegen können, ob du gegen Mittelhandgebote noch mitspielen möchtest. Ja, ich habe jetzt auch nicht gerade legendär gefunden und ja, letztlich habe ich mich jetzt hier für ein sehr exotisches Spiel entschieden, den Dreitrümpfer Herz mit 21 unten. Muss natürlich Kreuz 10 laufen, müssen beide Asse laufen und ich muss entweder eine Blank, eine 10 fangen oder beide Könige. Ja, und ich glaube letztlich, auch wenn ich mir das jetzt so anschaue, das war jetzt nicht die allerbeste Idee. Das Ursprungsspiel mit 7, 9, 10 und zweimal Ass Dame sieht zwar irgendwie auch dusselig aus, aber ich glaube, ich muss einfach irgendwie die 10 drücken und eine Dame. Und dann ist es für dich immer noch potenziell schwer, ne? Genau. Potenziell schwer wäre es auf jeden Fall gewesen. Ob das jetzt zum Sieg geführt hätte, auch noch unklar. Aber auf jeden Fall hättest du eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit gehabt. Ja, Jetzt eine Idee, was du für ein Kreuz aufgeschlagen hättest. Überhaupt ist ja auch nicht so leicht. ich habe es mir gerade direkt mal angeschaut, aber wahrscheinlich werde ich nicht um den Karo König. Vielleicht, wahrscheinlich Karo König an ganz tollen Tagen, vielleicht Herz Dame. Ja. Ja, stell mal vor, du schlägst Herz Dame auf und dann klappt das Blatt von Mittelhand auf, dann stehst du auch da. Ich meine, Herz, es steht ja für mich überhaupt nicht gut. Trumpf zu viert, Herz frei. Trotzdem, Trumpf muss ich natürlich, werde ich dann überhaupt nicht anfassen, sonst verbrenne ich sofort ein Trumpf volles.
Und dann ist es auch wieder so ein bisschen Gerate. Ja, was machst du denn, Ja. wenn du Herz Dame ausspielst mit dem Blatt in Mittelhand? Da musst du auch gleich dich entscheiden, habe ich so dusselig sechs Augen gedrückt und die zehn oben? Oder habe ich irgendwie die zehn unten? Dann ist auch nicht so leicht dann, ne? Wahrscheinlich Herz Dame Pik König wäre bei Herz Dame die Fortsetzung gewesen und dann wahrscheinlich alles in in Herz Ass nebst Pik 10 nebst Herz und Abwurf Pik 9 gelegt oder sowas in der Richtung, was wahrscheinlich dann auch gereicht hätte. Aber alles unsicher, definitiv. Alles unsicher. Okay, auf jeden Fall, die Spielansage hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Jetzt war ich, wenn man so will, nach zwei Spielen schon so ein bisschen im schlechten Lauf, wie du auch zu Recht gesagt hattest. Zum Glück gewinne ich Spiel 10 und jetzt kam Spiel 11 und das war ja eigentlich das interessanteste Spiel, wenn man so will. Fast so ähnlich wie das Spiel zwei Runden vorher. Mein Ausgangsblatt war sogar mit einem Buben noch stärker, aber wieder war es so, dass die Oma in Mittelhand natürlich sich komplett bedeckt gehalten hat. Das ist ja die Regel, aber die Hand voll hatte. Und ich habe genauso dusselig wieder gefunden, wenn man so will, wie vorher. Hab fast eine identische Karte. Fünf Trumpf Kreuz mit beiden Trumpf vollen. Zwei einfach bestellte Asse, diesmal mit Luschen und wieder diese hohle 10 zu dritt. Ja, tatsächlich hätte ich wohl auch gegen diese Verteilung den Kreuz gewonnen mit einer ganz üblichen Null-Augendrückung, die beiden roten Asse blank, aber das war mir wieder irgendwie zu heiß. Ne? Pik steht ja dann auch nicht mal immer 2-2. Also was heißt zu heiß? Dass es heiß wird, war sowieso klar, ne? Ja, aber wahrscheinlich hättest du den Kreuz sogar gewonnen mit Pik 10 und einer beliebigen Lusche unten Den von Kreuz deinen hätte. Assen. Aber trotzdem ist das ja alles auch Geschmackssache und der Pik ist ja offensichtlich sogar gegen 5 Trumpf zu gewinnen, was wir herausgefunden haben. Ja, jetzt ging es los. Ich habe dann natürlich ein bisschen krumm gedrückt, so in dem Versuch, das alles ein bisschen zu verschleiern. Habe mich letztlich entschieden, die Pik 10 doch oben zu halten. Man kann natürlich auch Pik 10 und einen Kreuzvollen drücken, die drei Asse dazu, 53 und dann in den roten Farben versuchen, noch ein, zwei Bilder zu schnappen, vielleicht den Herzbuben durchzubekommen. Aber das wäre tatsächlich, hätte nicht funktioniert. Jetzt hast du ganz logisch Karo Dame aufgeschlagen. Du hattest ja übrigens gar nichts hier in der Hand. Und ja, ich war im ersten Moment nur wirklich tierisch erschrocken. Oma hat fünf Trumpf dagegen, das volle Programm und ist eine Farbe frei. Hab gar nicht gerechnet, dass ich überhaupt das Spiel gewinnen kann. Du hast ja schnell schon irgendwie angefangen, länger drüber nachzudenken, wo ich so denke, was macht der Eddie denn? Er kann doch an sich machen, was er will. Aber du Ja. hast schon gesehen, dass da Ungemach mit Kreuz auf dich zukommt, ne? Also es sieht ja erstmal so aus, als wenn dieses Spiel auf jeden Fall fallen muss, egal was du so gedrückt hast. Und dann merkt man erstmal, wie kompliziert dieses Spiel wirklich ist. Und nach Karo Dame war das Spiel ja wirklich gar nicht mehr zu gewinnen für mich, was ja überhaupt nicht so aussah. So ist es. Wir haben also auch beide in der Serie, glaube ich, dem Spiel, ich noch hinterher geschmunzelt, du noch hinterher getrauert. Und in der Heimanalyse haben wir dann festgestellt, das Spiel stand nach dieser Eröffnung schon auf Sieg. Nur eine Eröffnung aus der Pik-Doppellusche oder aus der Herz-Doppellusche, also die schwächsten Eröffnungen, die an sich quasi gar nicht vorstellbar sind, hätten dich noch im Rennen gehalten. Und hier hätte ich jetzt auch rausnehmen können oder schnippeln können. Ich konnte das an sich spielen, wie ich will, solange ich jetzt nicht komplett dusselig irgendwie Trumpf ziehe, was ja logisch war, dass ich das nicht mache, sondern meine Herzflöte einsetze, war das Spiel auf Sieg. Gut. Ja. Ja, alles klar. So viel zur Nachbetrachtung aus der letzten Serie. Und dann wollen wir mal gucken und hoffen, dass heute wieder genauso viel Action ist. Ich erlaube es mir dann diesmal hinten liegend den Tisch wieder zu eröffnen. Jawohl. Und wünsche ein gut Blatt. Ja, dir auch. Gut, Blatt. Eddie, ich glaube, du hast den Sound noch an. Ich hoffe, dass uns das jetzt hier nicht stört. So. Jawohl. Dann lass die Spiele beginnen. Ein sehr attraktiver Ansatz. Erste Punkte liegen gelassen.
Ja, unsicher. Ja, wahrscheinlich zumindest. So, das ist auch ein attraktiver Ansatz. Wir machen es mal so. Jetzt einmal offen. Du hast schon wieder so viele Optionen beim Aufschlag, das gefällt mir nicht. Ja, was soll man sagen? Einmal offen ist natürlich ein starkes Spiel, was, naja, du willst mir noch eine kleine Chance geben, im Aufschlag was zu verbaseln. Also ganz hundertprozentig ist er auch noch nicht. Im Wir Vorhand hätte ich was anderes gespielt, okay. greifen mal ins Kreuz rein. Aha. Fünfmal, oh, doch nicht fünfmal. Ach doch, fünfmal Trumpf. Karo 4 Augen gedrückt, 5 Ja. Trumpf dagegen, aik kein Problem für dich, denn Kreuz und Pik läuft doppelt, da gibt es einfach den Abzug der Vollen und dann bist du ja schon fast auf dem, fast zu Hause. Ja, 10 kriegst du auch noch durch, also keine Chance für mich. Obwohl es erstmal super stark dagegen aussieht mit den 5 Trümpfen, aber dafür kann ich mir hier gar nichts kaufen, ne? Weiß gar nicht, macht das noch irgendeinen Unterschied, wie wir den hier fortsetzen? Wahrscheinlich nicht. Na komm, wir wollen es hier nicht. Wir wollen es nicht rauszögern. Ich biete mal einfach gewonnen an. Ja, mal. Dann startet Daniel den Angriff immer noch nicht. Ja, wenn die Karte danach aussieht, ne? Wenn die Karte danach aussieht. Du liegst zwar 155 plus das Ergebnis dieser Liste vorne, aber das ist dann noch kein Grund, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Davon wird es ja auch nicht besser. Ja, so. Ein geschlossenes K.O. Gut, Eröffnung kommt schnell. Du hast eine Idee, warum. Aha. Sechsmal Trumpf, Kreuz, Dame Lusche wahrscheinlich gedrückt, hoffentlich gedrückt, Pik Lusche und das Herz Ass zu dritt. Hoffentlich gedrückt hört sich nicht Ja, gut. hoffentlich gedrückt die beiden Kreuzen. Ich muss natürlich hier gleich mal, ich glaube, ich muss erstmal einen 21er suchen. So. Damit lässt sich arbeiten. Dann würde ich sagen, ist ziemlich sicher Kreuz Dame 7 gedrückt. Und ja, ich glaube, Pik hinterher kann jetzt erstmal nicht verkehrt sein. Da sieht man, dass diese Theorie mit zwei von einer Farbe nicht immer gut ist. Ja. Naja, beim Ondue auf jeden Fall hat sie sicher auch ihre Bin Berechtigung, aber es ist natürlich dann leichter, da mal mit den 5 Piken auch rauf zu marschieren, ne? so. Was passiert jetzt hier eigentlich? Also, Karo, Lusche, Trumpf, König, Herz 10, Karo 10, 49. Und dann kann eigentlich noch passieren, was will. Kreuz Ass geht immer nach Hause. So, die Variante müssen wir schon mal ausschließen. Ja, pauschal würde ich sagen, das sieht nicht gut aus. Tja. Ein heftiger Gegensitz hier mit Herz Nein. frei und 5-mal Pik Ja. plus 21er Stößchen im ersten. 21er Stößchen, genau.
Ja. Ja, gut. Na komm, wir lassen Daniel mal das Spiel schön zu Ende spielen. So, da hat die Glocke einmal zugeschlagen. Klar, den Weg hast du gesehen. Ich habe ihn natürlich auch gesehen, aber du kannst ja, Leichtsinnige 18 waren das, ja. kannst dich ja jetzt auch mit einem hohen Vorstich nicht dagegen wehren. Dann geht die Trumpf 10 wiederum nach Hause. Also. Ja. So, jetzt müssen wir hier mal langsam einsteigen. Und das nenne ich mal eine Premium-Findung. Damit kann ich arbeiten. Und zurück ins Rennen. Karo 2, 2 Herz, Zwei Herz Jungs, 2. Farbe frei und der Gang zweimal offen ist Schneider. So, ja, da können wir direkt aufgeben. Ach, oje, Junge Ass gefunden. Ja, war schon ein schöner Ansatz, aber danach war natürlich gar Ich keine hatte Sorgen bis mehr. auf ihn. So. So, jetzt wird es wieder ein bisschen warm, aber das kriege ich auch nicht hin. Das kriege ich auch nicht hin, den nicht als krank zu spielen. Nachzuvollziehen, nachzuvollziehen. Ich glaube, 11, 21, 32. Nee, da wäre immer noch sehr. Ich glaube, wir müssen den vollen mal mitnehmen. Kreuz 10 blank. Herz Ass blank. Okay. Den kriege ich nicht hin, nicht als krank zu spielen. Beeindruckend. Was habe ich denn in Karo gedrückt? Ist egal, wenn da noch ist, glaube ich, noch das Bild für raus, ne? Andersrum ist West ja Schenken, genau. raus gewesen. Ein Bild nur gedrückt. Da ist der Turbo. Ja, hier ist heute wieder viel eingepasst, aber alles, so wie ich das gesehen habe, alles berechtigterweise. 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 Kreuz, aha. Tja, was machen wir denn da? Komme er her. Aha. Was sehen wir? Wir sehen 5 Trumpf, wir sehen Pik 10 Lusche. Herz, Ass zu dritt und Karo Ass mit Dame. Ass Dame ist natürlich auch sehr unattraktiv in der Hand zu halten. Also durchaus möglich. Karo Dame, Pik 10 gedrückt wäre eine Idee. Ne? Pik 10 oben, ist das realistisch? Pik 10 oben. Kann er Pik 10 oben haben? Ich glaube nicht. So lange Pik Dame. Lege gerade, wovon das jetzt der Aufschlag ist. 7, 9 König. Der Blanke etwas verzögert. Hast du die beiden Pik im Keller? Ich überlege noch, ob ich Pik 9 oder Pik 10 lege. Ja. Ich habe aus Versehen die beiden Pik im Keller. So, das hört sich schon sehr fröhlich an für Daniel, wenn ich die beiden Piken im Keller habe. Naja, komm. Ah. Okay.
So, ist Da hat natürlich der Blanke mit 5 A2 so lange gedauert. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. So. eine. Ja, du, weil wenn die schnell kommt, dann weißt du ja sofort wieder Bescheid. Jetzt hast du es ja auch mit reinkalkuliert. Ist natürlich, glaube ich, jetzt für mich eine günstige Eröffnung, weil alles geklärt ist. 23 Augen und ich glaube, das sieht. Ja, ich glaube, das sieht gut für mich aus, ne? Ich glaube auch. Denn vor allen Ich Dingen glaube auch, dass. Herz König ist eine nicht ganz unwichtige Karte in dem Spiel. Herz König ist auch keine unwichtige Karte. Genau. So. Naja, gut. Bube war klar, muss ich natürlich erstmal rausnehmen. So, was hat der Eddie? 23. Er hat noch drei Trumpf. Sieben König, Karo, Bube. Jetzt Ass zu dritt, Karo, Ass, Dame. 23, 34, 45. Ich glaube. Ich glaube, wir werden mal den Karo König auf die Reise schicken. Vierunddreißig, 38. Dreiundfünfzig. Habe ich mich danach selbst umzingelt oder hast du genug Chancen gehabt mit den beiden Königen im Trumpf? Gibt es natürlich auch noch zwei Stiche. Das kann ich nicht verhindern. Ich glaube, wir machen das mal einmal so. So. Und der Eddie gewinnt, glaube ich, mit 62 oder 63. Nee, 59er. 59 habe ich doch alles richtig gemacht. Oder zumindest habe ich mich jetzt hier im Endspiel sogar noch verzählt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich da nicht mehr rausholen kann. Werde ich mir aber auch nochmal anschauen. Oh, was habe ich denn da jetzt gemacht? Pik zweimal offen. Entweder du willst mich auf den Arm nehmen oder du hast Karo Ass gedrückt. Nee, ich habe Karo, egal. Nee, ich hatte ein anderes Spiel gar nicht gesehen. Null-Over-Möglichkeit noch. Nee, wir gucken mal, ob das Spiel gegen 5 Trumpf diesmal trotzdem theoretisch ist. Karo Ass tatsächlich gedrückt. Ich dachte schon. Ganz kurzen Moment habe ich dir geglaubt, dass du jetzt sprechend durcheinander bist. Für Schneider, unseren einen Stich werde ich wohl machen, ne? Jawohl. Ja, das sieht nicht gut aus.
Nee, heute nicht. Diese 18 mit zwei Alten und zwei Assen, die sind zum Verhängnis geworden. So. Nee, auch zu dünn. Eine Nuance zu dünn. Auch zu dünn. Und jetzt noch mal ein Wieder schönes steht Spiel. Kreuz König zu dritt. Hei, Ja, ich glaube, den ersten können wir einmal laufen lassen. Kreuz König zu dritt. oh. Nein, ja. Ist vielleicht gar nicht ganz so dramatisch, ne? Können wir es auch mal so rüberspielen. Schneider Okay. frei. Oh, jetzt noch getaucht. Okay. Noch mehr Schneider frei. Ja, Schneider frei, das stimmt. So, ich habe mich sehr bedeckt gehalten, zwei Spiele, aber die hatten es in sich. Ja, und du sagtest es schon. Mit zwei Alten und zwei Assen 18 sind wir zum Verhängnis geworden. Zweimal gegen die volle Trumpfbatterie. Und schon ist so eine Serie. Naja, zweimal gegen die Trumpfbatterie. Bei dem einen Spiel wurden die 21 getroffen. Trumpf stand 3-2, ganz artig. Richtig, einmal gegen den Fünferzug Pik und einmal gegen die Trumpfbatterie. Gut, letztlich. Da wenig Spielanteile unterwegs waren, ist die Geschichte gar nicht so deutlich ausgegangen, wie man erstmal nur aufgrund des Spielverhältnisses von 3 zu 2 denken könnte. Aber auf jeden Fall habe ich die Führung wieder übernommen. Ja, und dann sehen wir mal, Ganz solide, genau. wie es weiterläuft. Danke, Eddie. Bis dann. Jo, danke, tschüss.